Hallo ihr Lieben, es ist wirklich wieder spät. Ich wollte mal früh ins Bett, aber ich wollte auf jeden Fall mit euch noch die Lektion anschauen und nicht nur anschauen, sondern wirklich gegenwärtig eintauchen, denn das, worin wir eintauchen, ist immer jenseits von Zeit. Der Gedanke, den ein Kurs in Wundern hervorschält in deinem eigenen Geist, ist immer jenseits von Zeit und du bist dieser Gedanke. Erschaffen, ewig, heilig, unantastbar, vollkommen rein, frei von Zeit und frei von Schuld. Denn all das war wirklich nur der Traum. Und dieser Traum konnte nie verändern, was du in Wahrheit bist. Also verbringen wir hier einen Moment in eine Assoziation, und das ist ein Bezug in dir, also eine Ausrichtung sozusagen auf Gott, auf die Quelle allen Seins, die überall immer ist, weil er nicht durch Zeit definiert wird und Zeit auch nicht durch ihn definiert wird, sondern Zeit für ihn oder für die Erinnerung an ihn verwendet wird. Und das ist die ganze Lektion, die wir hier lernen. Es ist immer ein lückenloses Hierherkommen. Es ist immer ein lückenloses, oh wow, danke, es ist hier. Und der Schleier, den ich vorher nicht bemerkte, wird hier ganz offensichtlich gelüftet. Denn der Träumer merkt, dass er tatsächlich nicht die Figur im Traum ist, sondern der Träumer. Und damit als Funktion etwas anderes gedacht ist, also dass seine Funktion etwas anderes ist, als zu träumen. Denn niemand wird als Träumer erschaffen, sondern du bist Schöpfer im Universum. Dein Geist, dein Selbst ist Herrscher über das Universum. Und hier in Lektion 325 schauen wir uns an, wie du deinen Geist verwendest, also welche Verwendungsmöglichkeiten du sozusagen auf der Ebene, in der du dich wiederfindest, in der ich mich wiederfinde, habe. Alle Dinge, von denen ich denke, dass ich sie sehe, spiegeln Ideen wider. Und Jesus holt uns hier wirklich am Anfang des Übungsbuches ab, wo er uns darüber aufklärt, dass wir denken, dass wir sehen. Und dass wir denken, dass wir Dinge sehen. Aber dabei ist es Urteilen. Also das da, das da, das da, das da, das da, alles, was ich mit den Augen glaube zu sehen, sind Ideen. Und diese Ideen sind nicht wirklich. Und sie spiegeln Ideen wider. Also zeigen sie mir das, zeigen sie mir, wie ich träume, was ich gerade träumen will. Und da ich eine Welt des Angriffs, des Verlustes, des Todes sehe. Also ich bekomme einen ganz glasklaren Eindruck davon, dass ich hier in einem Denksystem von Zerstörung unterwegs bin. Und das ist nur eine Zerstörung und Verurteilung und Verdammung im Traum. Das heißt, es ist nicht real. Aber da hier klar gemacht wird, meine Güte, hier braucht es wirklich eine neue Orientierung, hier brauchst wirklich einen Ansatz, hier brauchst keine Reparatur im Traum, sondern hier brauchst eine Neuausrichtung desjenigen, der das hier träumt. Und das ist immer der Finger hier an diese Nase, wer träumt das? Ich träume das. Und danke, danke dafür, denn dann kann ich wirklich mich neu entscheiden, dann kann ich wirklich eine Wahl treffen, die einen Unterschied macht und die effektiver ist, als ich jemals dachte. Also, alle Dinge, von denen ich denke, dass ich sie sehe, spiegeln Ideen wider. Das ist der Grundgedanke der Erlösung. Das, was ich sehe, spiegelt einen Prozess in meinem Geist, der mit einer Idee dessen beginnt, was ich will. So, was will ich? Dann können wir sagen, ja, ich glaube, er spricht davon, dass ich bestimmte Dinge will. Also, dass ich genau diesen Stuhl will, genau diese Tür. Ich will genau diesen Wasserkocher erfahren, genau diese Beziehung, genau diese Situation. Und das stimmt. Aber er verallgemeinert es auch im nächsten Schritt. Also in diesem Prozess, in dem ich wähle, was ich will,
Von da aus macht sich der Geist ein Bild des Dinges, nach dem er verlangt, das er als wertvoll beurteilt und daher zu finden sucht. Und in der Regel sind das, nicht bei jedem, aber schon sehr eindrücklich, Ideen von Vereinigung mit Körpern, sprich den Seelenpartner finden oder den alten Seelenpartner loswerden, Freiheit finden, Freiheit im Körper finden, irgendeine Idee finden, wo der Komfort des Körpers oder die Vereinigung des Körpers mit anderen Körpern irgendwie im Zentrum steht und das Vermeiden von Schmerz für den Körper gleichsam mitbeachtet wird. Diese Bilder werden dann nach außen projiziert, betrachtet, als wirklich eingeschätzt und als Eigentum bewacht. Und tada, so ist die Welt. Ja, ich habe das versucht nachzuvollziehen, wo ich genau diese formen will und konnte diesen Zugang nicht finden. Aber was ich sehr wohl finden kann, ist der nächste Schritt. Von wahnsinnigen Wünschen kommt eine wahnsinnige Welt. Das kann ich finden als Prozess in meinem Geist. Vom Urteil kommt eine verurteilte Welt. Das kann ich finden in meinem Geist. No problem. Das ist sehr offensichtlich. Und aus vergebenen Gedanken entsteht eine sanfte Welt. Erbarmungsvoll dem heiligen Sohn Gottes gegenüber, um ihm ein freundliches Zuhause anzubieten, wo er eine Weile ruhen kann. Erstmal bis hier ist ein längerer Satz. Aus vergebenen Gedanken entsteht eine sanfte Welt. Und das ist so zuverlässig wie keine Illusion. In zuverlässiger Art und Weise verschwindet hier immer der Traum. Und du magst fragen, okay, welcher Traum? Der Nachttraum oder der Tagtraum? Der Traum, wenn ich nachts in meinem Bett liege und träume oder wenn ich morgens aufwache oder wann auch immer und das hier sehe. Und die Antwort ist beides. Beides ist derselbe Traum. Es sind nur sozusagen die Geschichten, die Filter ausgewechselt. Aber es ist immer noch Traum. Und du kannst es daran erkennen, dass du in dir immer mit Gedanken beschäftigt bist, immer mit Geschichten beschäftigt bist, immer damit beschäftigt bist, Figuren hin und her zu schieben, Argumente hin und her zu schieben, dich selber zu definieren als irgendetwas, bezogen auf einen Körper, etwas Getrenntes. Und das ist, was der Traum ist. Basierend auf dem ersten Traum, in dem du geglaubt hast, Gott tatsächlich angegriffen zu haben. Okay, und das wird durch Vergebung aufgehoben, denn hier ist der Zugang zur sanften Welt. Erbarmungsvoll dem heiligen Sohn Gottes gegenüber, um ihm ein freundliches Zuhause anzubieten, wo er eine Weile ruhen kann, bevor er weiterreist. Super gut. Super gut. Ja, du kannst hier einen Moment ruhen in der Welt, bevor du weiterreist. Ja, du bist. Kennst du vielleicht das Zitat aus der Bibel, wo Jesus sagt, die Vögel haben ihre Nester, die Füchse haben ihren Bau, aber der Menschensohn hat nirgendwo, wo er seinen Kopf betten kann. Er hat nirgendwo ein Kissen, wo er seinen Kopf sanft zur Ruhe legen kann. Aber durch Vergebung hast du einen Platz. Und zwar hier in der vermeintlichen Welt, der du vergeben hast. Hier kannst du wirklich ruhen. Ein freundliches Zuhause, wo dir gezeigt wird, hey, es ist alles nur freundlich. Wo du deinen Brüdern helfen kannst, mit dir voranzugehen und den Weg zum Himmel und zu Gott zu finden. Ja, wie gut. Wie gut, wie gut, wie gut. Ja, und hier kommen wir auch schon in eine ganz andere Frage sozusagen. Es ist eine Frage nach Entschlossenheit. Und die Frage wird dir immer wieder aufgetischt werden, weil das Angebot, das gegenwärtig gemacht wird, größer ist als das, was du gegenwärtig akzeptieren können. Gott ist unendlich, jetzt. Und mein Commitment dazu ist immer ein Commitment zu dir. Okay, habe ich dich hereingelassen? Habe ich dich willkommen geheißen?
und wirklich eine Idee von Sanftheit auf dir ruhen lassen in meinem eigenen Geist? Oder zwänge ich dir Bilder und Verurteilung auf und fessle mich damit selbst an dieses Urteil? Ja, und hier ist meine Entscheidung. Nein, nein, nein. Mein Bruder ist mit mir frei, egal wie entschlossen ich gerade war, dich zu verurteilen und mich damit ebenso. Jetzt ist ein neuer Moment und ich entscheide mich, dir die Hand zu halten, noch fester zu halten, in der Wandlung dieser gegenwärtigen Beziehung zu stehen und zu sagen, hey, alle Ideen gebe ich ans Licht. Alle Ideen über dieses Bild, was ich von dir habe und von mir, loszulassen, weil wir sind weder noch. Wir sind der eine Sohn Gottes, der sich hier in diesem Moment neu findet. Vater unser, deine Ideen spiegeln die Wahrheit wider und die meinen, getrennt von den deinen, erfinden nur Träume. Lass mich erblicken, was nur deine widerspiegelt, denn deine und nur die deinen begründen die Wahrheit. Begründen die Wahrheit. Danke. Ja, danke für einen Zugang, der deswegen frisch ist, weil wir nicht die Richtung vorgeben, sondern sagen, okay, die Richtung ist Gott, aber was das bedeutet in unserem eigenen Geist, soll gerne verbucht werden unter Mysterium, beziehungsweise ich will da keine Idee drauflegen, sondern einfach in diesem heiligen Augenblick leben, denn nur hier lebe ich wirklich als Christus mit dir, als ich selbst und jedem selbst, als der singuläre Geist, der sich wieder erinnert, dass Träume für ihn nichts bieten, außer für einen Augenblick hier zu ruhen und zu helfen und zu erinnern, die Schau zu teilen, die Welt zu segnen, weil wir uns selbst segnen und nach Hause zu gehen. Danke. Wir sehen uns in diesem Moment. Alles Liebe und ich segne dich mit der Liebe Gottes. Danke.